Hier kann ich handeln und hier ist noch eine Menge Zeug vorhanden. Tag 32. Bäm. Ohne eine Schramme. Sehr, sehr gut. Diese Nacht war ruhig. Anton war auf der Suche nach Vorräten und hat einige interessante Dinge gefunden. 16 Teile und 2 Computerteile. So, oder Elektronikteile oder was auch immer das ist. Und jetzt kann ich endlich eine fortschrittliche Metallwerkstätte bauen. Ist das verdammt nochmal großartig oder ist das verdammt nochmal großartig? So. Wir haben gestern nichts gegessen, wenn ich richtig mit ihr, ne? Ich esse jetzt was. Genau so muss das. Genau so muss das. Richtig so, wandelndes Lexikon. Genau so muss das. So, sie ist müde. Das heißt, ich gehe mit ihr jetzt direkt schlafen. Vielleicht kann ich dann heute zumindest noch ein bisschen was machen. Ich werde gerade natürlich noch den Ofen anheizen. Zack. So. Es wird wieder kalt. Gerade so, dass wir wieder auf einer vernünftigen Temperatur sind hier. So, wir haben keinen Brennstoff mehr. Muss ich wieder herstellen. Aber jetzt kann ich... So, zack. Der ist hungrig, traurig und müde. So, du kannst erstmal was kochen. What? Achso, wir brauchen wieder Brennstoff. Lass mal ein bisschen Brennstoff machen. Hier bin ich ja sicher, ne? Zumindest tagsüber bin ich hier sicher, oder? Kann das auch mal bitte gerade jemand googeln? Wenn man mit allen Leuten tagsüber schläft, wird der Tag dann abgebrochen und ist das safe? Das würde ich gerne gerade wissen, bevor ich mich jetzt mit Anton hinlege. So. Bin nur für da, bin nur für mich. Das ist echt geil. Die Akkorde passen total. Stehen mitten meiner Krieger, fordern immer wieder mich heraus. Zum letzten Kampf fordern mich meine Krieger, fordern immer wieder Herz an Kopf aus. Alles wird gut, das sagt sich so leicht. Alles wird gut. Boah, krass. Wir können kugelsichere Westen und AKs herstellen. Richtig krass. Und wir können Munition herstellen. Jetzt können wir auf jeden Fall richtig geil tauschen. So, ich lege mich jetzt trotzdem mit ihm mal hin. Das hat niemand gegoogelt, glaube ich. So. Zack. Bis sie nicht mehr müde ist. Du findest nichts Passendes. Okay, vielen Dank fürs Googlen trotzdem. Tüdelü. Samba Amy Friends. Bist du überhaupt noch da, Samba Amy? Oder ist der Name überhaupt richtig? Samba Amy, sag ich das richtig? Oder soll das Sambami heißen? Und das ist irgendwas, was ich nicht kenne. Boah. Es fängt mittlerweile auch mir an, der Hals weh zu tun. Das ist richtig blöd. Ich hoffe ja, dass ich morgen den Befund vom Arzt kriege. Samba. Ach, Samba, my friends. Okay. Samba. De Janeiro. So, Queta ist wach. Zack. Kann ich diesen Ofen verbessern? Nein, denn ich habe nicht genug Material. Aber ich hätte... Hä? Ach so. Wir haben 2 Öfen, wir brauchen nur einen. Wir haben 2 Thermostate, wir brauchen nur 1. Wir haben 9 Teile, wir brauchen nur 5. Das heißt, mit einem Zahnrad mehr und 15 Material mehr... Geil. Also Zahnrad brauchen wir nicht. Wir brauchen nur 15 Material. Dann können wir einen Ofen verbessern, so dass er sich von selber regelt. Das wäre natürlich mega geil. Und damit könnten wir ganz viel Holz sparen. So.
Achso, ich wollte noch Holz wieder verhacken. Nee, hier kann ich nur essen. Na, ich höre erst wieder Radio. Nein, nicht runter. Boah, ich hoffe, der Winter hält nicht mehr so lange an. Immer noch die Plünderbanden, die unterwegs sind. Zum Glück haben wir hier immer noch eine Waffe. Weißt du was? Ich guck mal, was so eine verstärkte Tür hier kostet. Das ist ja eigentlich ganz geil. Kann ihn nie mehr bauen. Schade. Habe ich zu wenig Holz und zu wenig Material für. Und zu wenig Elektronik. Sobald wir Löcher und Fenster im Unterschlupf mit Brettern zugenagelt haben, können wir in Erwägung ziehen, unsere Tür zu verstärken und ein einfaches Alarmsystem einzusetzen. Geil. So, ich muss wieder Holz opfern. Ich will nicht alles opfern. Ich hoffe, der ist bis nachher auch wieder ausgeschlafen, damit ich mit einem wieder plündern gehen kann und mit dem anderen wieder Wache stehen kann. Aber sie ist, Queta ist nicht mehr traurig übrigens. Und richtig geil, wir haben wieder Futter. Wir haben wieder Ratten gefangen. Genial. So, und direkt wieder natürlich was Neues auslegen. Damit wir auch weiterhin mit Essen gut versorgt sind. Achso, stopp. Was ist denn eigentlich dieses Bett wert? Achso, ich habe keine Axt mehr, ne? Doch. Komm, Haus weg. Wir sind nur noch zu zweit, wir brauchen eigentlich nur noch ein Bett. Aber wir haben ja heute gesehen, manchmal brauchen wir auch beide noch. Also lasse ich zwei Betten stehen. Und wir haben immerhin wieder viermal Holz. Das ist gerade ziemlich viel wert im Winter. Vier, fünf, damit es hier wieder vernünftig warm drin wird. So, der ist immer noch traurig. Ich wünschte, ich hätte die Stadt verlassen, verdammt. Willst du dich einfach ein bisschen mit der Gitarre ablenken, Anton? Queta ist immerhin nicht mehr traurig. Und da läuft uns schon wieder die Zeit weg. Schusssichere Weste. Die habe ich irgendwo schon mal gefunden zum Reparieren und einen Helm auch. Ich weiß nur nicht mehr wo. Könnten noch eine Säge herstellen aus ein paar Teilen. Wir könnten die Teile aber auch behalten. Was? Kein Bier? Bring mir einen mit, Paul. Achso, ist ich einen Kaffee holen? Nee. Okay. Beenden wir diesen Tag. Gehen wir in die Nacht. Wir müssen Anton ablenken, das heißt, wir gehen mit Anton wieder plündern und werden mit Queta wieder Wache stehen. Und wir gehen erneut zur Autowerkstatt und nehmen mit. Was nehmen wir denn mit? Nehmen einmal Medikamente mit zum Tauschen. Zu kleine von Möbeln oder Leuten. Axt ist natürlich schon extrem geil. Knackt Schlösser schnell und leise. Ich glaube, da war nichts mehr, was wir knacken mussten an Schlössern. Ich nehme jetzt nur die Medikamente mit. Den Rest hoffe ich da noch sammeln zu können. So, da oben ist jetzt nichts mehr. Das haben wir schon untersucht. Ich gehe als erstes wieder zu ihm. Nein, ich gehe als erstes suchen, oder? Handle ich als erstes mit ihm? Nein, ich gehe als erstes suchen, was wir alles so finden und handle dann mit ihm. So, wir holen uns erstmal wieder Material.
schleichen dann. Nein, nicht runter, nicht runter, nicht runter, nicht runter, nicht runter gehen. Bitte hier oben bleiben. So. Das ist so genial, dass wir hier hinterschleichen können. Das ist wirklich verdammt großartig. So, wir durchsuchen jetzt alles. Da ist nichts. Nur Abfall und Schmutz. Oh, und da wäre wieder weg. Das heißt, hier hinten ist tatsächlich nichts mehr. Das heißt, wir müssen wieder ins Haus schleichen, was mir nicht gefällt. Aber in Ordnung. Ich muss wieder aufpassen, dass ich jetzt den Controller wieder nicht zu hart drücke. Damit wir nicht erwischt werden. Wie laut ist das? Hört er das da oben? Ich hoffe nicht. Yes. Material. Oh, der ist müde und geht zu Bett. Das ist natürlich super. Dann könnte ich vielleicht sogar gleich nach oben einsteigen. Wenn ich es noch bräuchte. Wo ist denn das Bett? Geht jetzt nach unten? Ne, hier unten ist kein Bett. Ja, nicht verstecken. Brauche ich nicht. Manchmal ist die Steuerung echt hakelig. Wenn ich Werkzeug hätte, könnte ich das Schloss aufbrechen. Das heißt, hier unten brauche ich das nächste Mal auf jeden Fall einen Dietrich. So. Oh, hier komme ich nicht zurück. Das heißt, ich kann jetzt nicht mehr mit ihm handeln. Das heißt, ich habe einen freien Slot. Das gefällt mir natürlich nicht. Ich mache mal hier hinten die Tür auf. Guck mal, ob hier noch irgendwas ist, was ich mitnehmen kann. In einer Notiz steht Sophia. Wir haben deinen Schmuck genommen. Es tut mir so leid. Wir müssen den Bootsmann bezahlen, der uns rausschmuggelt. Wir können nicht länger warten. Ich werde es später 100-mal gut machen, Leon. Oh, immer diese Nachrichten, ey. Die sind so hart zu lesen. Der schläft. Wir könnten uns reinschleichen. Soll ich mich reinschleichen? Ich meine, was kann schon passieren? Er schmeißt uns halt raus, ne? Ah, und die lässt sich nicht öffnen. Ich könnte vorne einfach klopfen. So. Zack. Wir sind sowieso fast voll. Das heißt, selbst wenn wir mit ihm handeln könnten, wir könnten nur die Medikamente vertauschen. Oh, und da ist noch jemand wach. Hi. Ach, mit dem kann ich jetzt tatsächlich handeln. Okay. Sehr gut. Ich könnte Medikamente tauschen gegen... Ja, der hat echt noch so viel Kram. So viel gutes Zeug auch noch. Aber ich habe nur noch einen einzigen Slot. Gegen eine Axt. Das wäre es natürlich jetzt. Aber wisst ihr was? Ich mache Folgendes. Ich lasse Sachen hier. In der Hoffnung, dass er das nicht findet. Ach so, da kann ich nichts mehr reinlegen. Scheiße. Boah, ich dachte gerade, jemand hat auf mich geschossen. Okay, dann kann ich keine Sachen hier lassen, leider. Dann werde ich jetzt gehen. Dann war es eine gute Nacht. Hallo, Akui! Paul, Rauchen ist eh ungesund. Noch 2 Tage, dann haben wir 5